Okay, die Reise geht los. Wir sind bei der teuersten Tankstelle Berlins, Aral Spinnerbrücke. Hier kostet ein. Ich glaube, das ist sogar die teuerste in ganz Deutschland. Eine Apfelschorle kostet hier 0,5, 3,19 Euro. Also, aber wir mussten jetzt hier erstmal stehen bleiben, weil es gibt kein Eis mehr in Berlin. Ja, wir haben jetzt noch einmal zwei Packungen Crushed Eis gekauft. Ich sag euch, das ist ein Game Changer. Ja, so sieht die Karre aus. Vollgeladen, alles ist schön fest. Nochmal fünfmal kontrolliert. Ja, wir müssen jetzt ungefähr 190 Kilometer fahren. Übrigens, wenn ihr auch so einen Transporter haben wollt und auf die Rennstrecke wollt, checkt gerne die Stadtaffen ab, denn das Auto habe ich von denen bekommen. Ein sehr guter Freund von mir. 102 Oktan Sprit haben wir auch da. Richtig auf Türkis-Style. Got sticks for real. We looking out for the opposition. We don't do this for mass appeal. Don't make me blast it still. I put in work, no Vladimir. They want me to lose, but I can't. Mama shed like a thousand tears. I can't do that shit to waste. I pull up in Mercedes. Next year you gon' see me pull up in the race. All on the ball hard. Mama told me, boy, make sure you tie up your legs. Hey, when I was down by. So, die Bikes haben wir schon ausgeladen. Das ist das Auto von Max, mit dem bin ich hier. Sonst wäre ich hier gar nicht hergekommen. Es wird hier schon fleißig vorbereitet. Hinten, da wo 20 Leute stehen, ist die technische Abnahme. Da muss ich gleich mit meinem Bike noch hin. Nummer 4 ist unsere Box und hier sind wir. Ja, auf Push einfach alles hingepackt. Man kennt's, wir haben nichts vorbereitet, keinen Tisch, gar nichts. Seid mal ehrlich, wie schön sieht meine Maschine aus. Ja, ich muss jetzt die Spiegel abmontieren, hier abkleben, die Lichter hinten abkleben und die Kennzeichen nochmal abmachen. Ansonsten ist das das Bike von dem lieben Ibo, die R1. Das ist die R6 von dem lieben Max, mit dem bin ich hier übrigens. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt bestimmt bei sehr vielen YouTubern gesehen, dass sie Rennen und so gefahren sind. Aber ey, das ist mein erstes Mal auf einer richtigen Rennstrecke, ja. So langsam kommt die Aufregung. Hier sind wirklich krass viele Leute, also richtige Psychos, so richtige Rennmaschinen. Ich glaube, wir werden hier richtig abkacken, aber Hauptsache wir haben Spaß. So. Wir bereiten jetzt alles vor und dann geht's los zur technischen Abnahme. Damn. Yeah. So, ich habe aus Gag einfach die Nummer 31 genommen. Keine Ahnung, einfach so. Ich fand's witzig. Ich weiß, Kulewu ist eigentlich ein 31er und der hat immer die Nummer, aber ich wollte mal der 31er heute auf der Rennstrecke sein. So, durch die technische Abnahme bin ich durch. Kennzeichen ist ab, alles abgeklebt. Hier die Verkleidung war kaputt, haben wir auch abgeklebt. Nee, ich melde mich, wenn ich im Hotelzimmer bin. So ein Ding ist das. Am nächsten Tag. Ich glaube, ich habe jetzt ungefähr 4 Stunden oder so gepennt. Ich kann in anderen Betten einfach nicht schlafen. Komm, wir machen das jetzt zusammen. Denn ich weiß auch nicht, was ich für einen Ausblick habe. Weil ich gestern Nacht angekommen bin, also abends. 3, 2, 1. Alter. Alter, ich hab direkt Ausblick auf die ganze Rennstrecke, Bruder. Moin, Meister. Ich würde sagen, ich zeige euch schnell mein Zimmer. Eigentlich nichts Besonderes, ich sag euch ehrlich. Also, ich habe weder eine Klimaanlage, noch eine Steckdose. Die einzige Steckdose, die da ist, war da hinten. Bett ist okay, aber es ist halt übelst warm hier drin. Der wird gleich getestet. Let's go. Meine lieben Freunde, los geht's. Ja, kommt einfach mal mit. Ich muss in 4 Minuten losfahren, also müssen wir uns ein bisschen beeilen. Also, ich habe hier einen Kollegen gehabt mit dem Max. Da war ich hier. Der hat genau rechts vor mir gestanden und hat sich leider in der letzten Runde hingepackt. Und ist gerade im Krankenhaus und für mich ist es gerade so ein komisches Gefühl zu fahren. Ja, aber das wird schon irgendwie. Die Reifen habe ich jetzt aufgewärmt bis auf 80 Grad, habe die Reifenwärme auch gerade abgemacht. Ich bin ja gestern schon gefahren, heute ist Dienstag, Montag hatten wir auch 3 Stints gehabt. So sehen meine Reifen aktuell aus. Also links und rechts bin ich voll auf Kante gefahren, aber mir wurde gesagt, dass Schräglage nicht immer gut ist. Ivo fährt mit, wir sind in der langsamsten Truppe unterwegs, ist auch besser so. Die Kamera haben wir auch angemacht. Boah, Alter, bin ich aufgeregt, ne? Ihr wisst nicht, was das für ein Adrenalinschub ist. Ich mach das schon, Bruder. So. Da sich ja jetzt Max gepackt hat, habe ich so ein mulmiges Gefühl. Und das Schlimme daran ist, dass Max ja alleine gekommen ist. Also alleine, das heißt ohne Freundin, ohne Kumpels. Also wir kommen ja aus Berlin, er kommt aus Köln und hat noch einen Hund dabei. Ich werde gar nicht reden auf der Rennstrecke. Ich werde einfach nur fahren und würde sagen, ihr genießt das einfach. Bist du bereit, Ibo? Ich bin bereit, Bro. So, ich muss mich hier verstecken, damit die Kamera nicht sehen. Ich glaube, Kameras am Helm sind verboten. Aber egal, wir schleichen uns einfach durch. So, Kamera nicht gesehen. Let's go.
Oh, der fährt aber ganz schlecht da vorne. Bruder, Überholvorgang muss ich noch mal üben. Der ist zu langsam, der da vorne, aber ich kann ihn nicht überholen, weil ich mich nicht so wirklich traue. Ah, Digga, die gehen voll auf die Eisen. Anstatt mal ein bisschen mit Speed in die Kurve zu gehen. Knie ist unten, ja! Da vorne ist Ivo, der hat mich gerade überholt, aber der fährt auch eine 1000 auf der Geraden. Aber in den Kurven müsste ich ihn eigentlich bekommen. Und jetzt ist er weg, weil er aufdreht, weil er eine 1000 hat. Ah. Gas, I'm gone, running my wave. I've been stuck in my zone. I'm gonna blast them all, sliding up.
vein. I've been out finding my ways, grinding for days. I've been out shining the hate. All of y'all wanted for praise. Stuck in a phase, lighter than turning a blaze. Yeah, homie, you don't wanna race. Nah, better to stick to your place. Yeah, want it all, I gotta taste. You push on the pit, on how I gotta skate. Yeah, all I ever know, put me on this throne. Pinnacle, push my buttons and that motherfucker go. What you know, what you own. Push it and I zone. Sonic booms, fill the fuck room. Run it till the tomb with my coons. Smell the fuck fumes, y'all know what it do with the crew. When we coming through, y'all a better move. Make it fast, ain't no second chance. Coming for your ass, turn to ash. Burning rubber now, better push the gas light. Digga. Wie fährst du denn deine Linie? Ich küsse dein Herz! Ey, guck mal, ich bin kein Profi oder so, aber soll sich erstmal einer trauen, hier einfach auf die Rennstrecke so zu fahren? Ich scheiß ab jetzt auf diese Kommentare, wie du kannst nur Stadt fahren, du kannst nur dies, du kannst kein Motorrad fahren. Das sind immer Leute, die keine Ahnung groß reden. Und ihr könnt mich alle am Arsch lecken, die mir die ganze Zeit irgendwie sowas unterstellt haben, dass ich kein Motorrad fahren kann. Alter, geil. Bruder, ich bin fix und... Mach mal ein bisschen ruhiger. Ja? Dem Ding rum, denkst du, du sitzt auf dem Gummiball. Also ich schwinge zu sehr links, rechts, ja, ne? Okay. Füße, du drehst mit deinen Füßen und... Okay, okay. Mach mal ein bisschen ruhiger. Okay. Hast du mehr Freude am Fahren und dir tut bestimmt wieder die Hand weh, oder? So. Es geht. Aber du stehst ja selber im Weg und... Okay, na gut, dass du mir das sagst. Ich bin ja hier, um was zu lernen und nicht hier, um den Macker zu schieben. Nee, ist ja richtig. Und dann qualmt die Kiste wie Sau. Die qualmt? Ja. Aus dem Auspuff? Ja. Er meinte, ich schwenke zu viel hin und her. Ist ja schön und gut, also ich akzeptiere das auch. Ist ja Kritik, ne? Er ist Coach. Und das nehme ich auch so hin. Das sind meine Reifen. Rechts komplett auf Null. Links komplett auf Null. Dann das erste Mal Knie geschliffen auf der linken Seite. Und auf der rechten Seite auch. Also könnt ihr mich alle am Schlecken, die gesagt haben, ich kann kein Motorrad fahren. Das war's mit dem Video von der Rennstrecke. Ja, und gute Besserung. An den lieben Max, könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben, das ist der Bruder, dem Sammy, also der Hund gehört. Ja, sein Bike ist jetzt auch erstmal Rest in Peace. Wenn ihr auf so eine Rennstrecke kommt, müsst ihr einfach davon auch ausgehen, dass sowas passieren kann. Das ist einfach das Berufsrisiko. Sie ist so süß, ne? Also wirklich unglaublich süß. Sammy, komm mal her. Max, komm gleich. Papa, komm gleich, alles gut. Ich glaube, sie merkt das einfach, dass Max gerade im Krankenhaus oder so liegt. Alles gut, alles gut. So, los geht's.